Muss das doch hier oben sein, oder? Ist das da hinten? Das muss ja so irgendwo sein. Jetzt. Was haben wir denn hier? Schatzmini Nummer 39, der Pau-Block. Ach, und damit herzlich willkommen. Oh, dann seid ihr auch schon da. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Origami King. Ja, wir sind noch immer noch im Tempel des Wasserpergamenton. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, wir sind hier wie ein Geistesgestörter herumgerannt, um nur mal zu gucken, was wir finden. Da müssen wir gucken, wie kommt hier der Krabbe vorbei? So, und jetzt hier an dem Block dran. Och, das war, habe ich jetzt gerade wirklich nicht gesehen, Alter. Ich bin auch so ein. Ich bin auch so ein Blindgänger. Naja, wenigstens etwas gemacht. Ja. Wenn es in der letzten Folge nicht mehr gepasst hat, da habt ihr wahrscheinlich dran gedacht, habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass die Folge auf einmal so zwischendurch aufgehört hat. Ich habe die Maximalgeschwindigkeit zwar erreicht, aber... Und hier hatte ich das Problem, ich wollte das erst so ändern und ich habe gerade einen Fehler gemacht. Okay, ja. Oh mein Gott. Und zwischen dem ganzen Eck hier, ganzen Mist hier. Hä? Haben wir noch ein ungeflicktes Loch. Ja, toll. Ich wette, ich komme nicht mal mehr auf die andere Ebene. Ich wette mit euch, dass ich den ganzen Scheiß reinschneiden muss. Ja, na klar, ne? Ja, den Eck habt ihr ja noch gesehen. Ihr habt jetzt erst wahrscheinlich gedacht, warum ich den ganzen Scheiß nochmal mache. Ja, das war so. Ich wollte erst... Oh. Wie ich schon sagte, ich bin ein Blindgänger. Wo mein Optiker zu mir immer sagt, ich habe die 100%ige Sehstärke. Na, das finde ich immer noch cool mit den Augen, dass es so rausläuft. Und da ist noch ein kaputtes Loch, weil ich noch flicken muss. Und hier soll auch irgendwo ein Toad sein, laut Glocke. Ich werde ja immer die Augen offen halten, obwohl... Wieso den Augen offen halten, wenn ich noch ein Blindgänger bin? Ach, da ist der Toad, da ist der Toad. Ja. Bloß in die Krabbe reinrennen, Mario. Sonst kriegst du heute Abend keine Spaghetti mehr. Das Peinlichste an der Sache mit der Fensterdeko war, dass ich mir sehr wohl bewusst war, wie wenig ich zur Einrichtung passe. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Haben wir das auch schon abgecheckt? Und was ist das denn schon wieder? Schon wieder so ein Rätsel. Tja. Und ich sehe schon, da hinten ist schon der Riss, ey. Ich werde hier eine Stunde hierfür brauchen.
Also ich werde es auf jeden Fall rausschneiden, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich werde es auf jeden Fall rausschneiden. Das ist ja nicht so. Was haben wir denn hier? Ein Säckchen. Her mit dem Geld. Meins. Okay, jetzt bin ich hier. Kann ich in den Maul reinsteigen? Nein? Schade. Ja, jetzt muss ich überall die Wände noch abtatschen. Ich komme mir vor wie so ein Perversling. Nee, aber ernsthaft, ich komme mir wirklich vor wie so ein perverser Junge, der es nicht aushalten kann. Ich meine, wie ich gerade sagte, ich taste. Ich pack die Wände. Oh! Aber das ist doch total asozial, ne? Als wenn die Stiefel schon wieder Schrott gegangen sind, nur bei der einen Kampf. Ernsthaft, Leute, das ist doch... Nee. Mm-mm. Aber wieder über 200 Münzen. Ich wette, mein Money ist weg. Ach, da ist schon wieder so ein verdammter Fisch. Hier ist auch wieder so eine Backwand. Hier müsste das Ende. Yeah. Ist hier irgendwo noch ein Loch, was ich flicken kann? Nee? Ja, dann ist ja gut. So. Gut, dann. Okay. Ich denn jetzt? Das war sogar der richtige Weg. Warte. Bevor wir das machen. Nee, obwohl, komm. Ja, genau! Nur noch alle voll verstreut. Hey, gib den Faltkreis zurück. Ihr wisst doch nicht mal, was man damit benutzt, wie man den benutzt. Mario, wenn man den wieder rausrücken muss. Ja. Jetzt muss ich erst mal gucken. Hier, warte, so ist es richtig. Ja. Nee, das ist doch richtig. Ja, Mann! Oh, Scheiße, der Glitzerhammer ist schon beinahe am Arsch. Okay, die sind schon mal am Arsch, die Krabben. Ich glaube, hier muss ich Glitzerhammer rauspacken. Das sind ja die blauen Krabben. Oh, komm schon! Jetzt reicht's mir aber. Hä, Betrug? Betrug. Pergamento, Faltkreis aktiv. Was kommt denn jetzt? Erdpergamento, okay. Ja, aber was kommt denn jetzt? Okay. Ich glaube, ich musste überhaupt nichts machen, ey. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, Schergenschar, was? Ach, nicht das schon wieder. Ja. Ja, warte, komm. Nimm Glitzereisenstiefel und tausch die dagegen aus. Hä, wie schon alle rumzappeln. Wieso denn? Betrug? Nein!
Nein! Ich musste die schlagen, Alter. Ich bin aber auch ein Vollhorst. Ja, klar, Betrug. Okay, 21 KP. Macht jetzt auch gar keinen großen Unterschied. So. Ja, wie drehe ich euch jetzt zurecht? Ja, ja, dann. Nein! Du drehst. Ich mach das. Hol dir erstmal ein bisschen Zeit her, Junge. Ja, ich hab's mir jetzt schon gedacht. Jetzt kommt der hier Schweine, ich gib's mit meinem Hammer ab. Eins, zwei und... Exzellent rausgehauen! Und das hat die noch nicht mal umgebracht. Was sind das denn für Obertypen? Kommt mir vor wie so ein Typ von dem Militär, der nicht mal weiß, wie funktioniert. Ja, leck mich. Ja, leck mich. Ja, hallo? Ja, ich ordne mir gleich eine Scheiße an. Boah, diese blöde Zeit, Alter. So, jetzt reicht's mir dann, Alter. So. Komm, Glitzer-Eisenschiebe, jetzt gibt's diesen Keks, Alter. Danke. Schlachtbonus. Hurray, hurray, ja, hurra. Wichtiges Kanalkachel 2.0. Klingt wie so eine neumodische Waffe. Genau, Mario, laufen, damit das Ganze, damit du den ganzen Schnipsel einsammeln kannst. Ich glaube, unser Sack ist schon überfüllt. Das sieht mir echt so verdächtig aus, der Scheiß hier. Ja, egal. Was ist das denn hier mal? Was ist das denn? Ist das. The fuck? Ich sehe einfach gerade so eine Tasse. Okay, dann öffnen wir mal. Wo sind wir denn jetzt? Kann man richtig hinstellen. Na nun, sieh mal einer an, wer da auf ein Getränk reinkommt. Reingeschneit kommt. Was darf's denn sein? Ein Käffchen? Okay, ja klar, für 100 Münzen. Hätte nicht erwartet, dass du jemals hier reinspazierst, Mario. Dies ist unsere geheime Zuflucht. Hier kommen wir Schergen nach an einem harten Tag voller Auf- und Ablaufen her, um uns zu entspannen. Schon etwas komisch, den Feind hier bei uns zu haben. Aber diesmal sind wir auf derselben Seite. Aber wo du schon mal hier bist, Mario, du findest doch sicher auch, dass die Goombas die stärksten Schergen sind, oder? Grenzwertig. Was? Ich meine, wir sind doch schließlich fast immer die Ersten, die ich gegen dich stellen. Du musst... Hast nicht recht? Naja, 110%. Puh, träum weiter, Kumpel. Shy Guys geben immer 120%. Egal wo und wann. Wir sind die Favoriten. Wer hat denn die Flucht aus dem Pilzpalast
Die Clown-Kutsche geflogen. Eben, ein Shy Guy. Ich wette, das warst du, Junge. Ich wette es, der war das. Schreibt mal in die Kommentare, wer das geflogen ist. Ich wette, es ist dieser Shy Guy. Ich habe sogar gehört, dass sich der Typ hier alles angezettelt hat. Wie angezettelt? Hat er etwa die Kasse von Bowser geräumt? Dann gibt's aber Ärger. Ach, der hat sich als Shy Guy verkleidet. Ja, dann wird dich das, Bowser sein Ex-Cousin war. Gummas und Shy Guys, Mario und Chang. Ach, egal. Oh mein Gott, sogar 75 HP. Oh mein Gott, hört mal auf den Soundtrack. Da hört man ein bisschen aus dem Intro. Das ist ja mal was Neues. Ach, da ist es in dieser Secret-Bereich. Jetzt muss ich die ganze Scheiße wieder hin und her laufen, Alter. Nee, das funktioniert so nicht, mein Junge. Aber so ein Zufluchtsort würde ich mir auch mal bauen. Einfach so mal so zwischendurch irgendwo in so einen Gang hineinlaufen. Und dann so sagen, ich hab das gemacht. So, da wären wir wieder. Im Kanal. So, was bringt euch denn heute? Was bringt mich denn heute hier hin? Oh, sieh mal, was in der Lücke passt. Na klar. Na gut. Ja. Okay. Genau. Nee. Nee, weil das war richtig. So. Und wenn das dann so läuft. Nee, warte, wo ist denn der Ausgang? Sieh mal, die untere Plattform steht etwas auf der unteren Plattform steht etwas geschrieben. Tröffelte Plätscher im Sprudel. Was? Nee, ich zahl nix. Okay, also die zwei haben schon mal richtig. Jetzt müssen wir das hier irgendwie verbinden. Ja, da muss ich doch irgendwie. Nee, es war falsch. Falsch. Ba. Ja. Ja. Nein. Ich hab noch da, ja. Nach oben. Dann da. Ja, jetzt haben wir es schon so weit gebracht. Warte mal, ich bin gleich wieder da. So, da habe ich es nach 10.000 Jahren endlich geschafft, Alter. Jetzt habe ich es endlich nach 10.000 Jahren auch geschafft und ich weiß nicht mal, wie viel Zeit wir noch haben. Oh, aber reichlich belohnt. Also unter Belohnung verstehe ich was ganz anderes. Also das ist ein bisschen viel, Leute. Aber danke für das ganze Geld. Da werde ich das alles auf meinem Konto schreiben. Eine Feuerblume. Was sage ich denn noch? Yo, leg mich am Arsch, weißt du.
Toll, ne? Ja, von wo bin ich jetzt gekommen überhaupt? Hier von unten. Nur noch den Kanal hier runterlaufen. Ich hoffe, das war das Ende. Toll, ne? Jetzt muss ich hier wieder diesen Kanal auch noch runterlaufen. Ach, da war ein Block zwischen. Ach du Scheiße, jo. Hä? Wo war der denn? Den habe ich jetzt einfach nicht gesehen. Ey, leck mich am Arsch, weißt du. Ich mach da nicht mehr mit. Warum denn, Alter? Warum? Der quatscht. Ich wollte schon Sprung einsetzen, da hätte ich reingeschissen, aber richtig. Was? Wer hat denn das entschieden, dass man die Krabben zählen hat? Am Arsch. Ja, am Arsch vorbei. Na ja, toll, 8 Schaden, was bringt mir das? Jetzt komm, mach Schluss. Ich hab noch einen Termin mit dem Wasserpergamenton. Ich weiß halt gar nicht, wie viel Zeit ich noch übrig hab. Na egal. Alter, aber Sack ist wieder überfüllt. Die scheiß Blöcke lasse ich erstmal stehen. Was kann ich denn dagegen anstellen? Ja, hurra, jetzt ist alles gefüllt. Ja. Klasse, das Maul des Wasserpergamenton ist jetzt offen. Jetzt sieht es wirklich so aus, als würde es brüllen. Ja, sieh mal in sein Maul. Ist das eine Treppe? Nee, weiß, es ist eine Leiter. Oh, Entschuldigung, ja, ich kenne mich mit Mechaniken nicht aus. Toll, müssen wir noch warten, ne? Ja, leck mich. Lauf, lauf, lauf. Fetter Italiener. Komm und rein da. Ich habe einen Termin mit dir, liebes Wasserpergamenton. Oh mein Gott. Schau euch mal dieses schöne Wasser hier an. Ich mach mal ein bisschen lauter. Alter, sieht aber mal richtig, ne? Oh oh. Meine Damen und Herren, jetzt seht ihr erstmal zum allerersten Mal einen Bossfight. Also, ich hoffe es zumindest. Alter, dieser. Jo, und guckt euch mal die Strudel an. Ja, so sieht's bei mir immer im Pool aus, wenn du für 10 Leute in den Pool springen. Ah, du bist also das Wasserpergament dran. Aber jemand hat dich zusammengefaltet. Du siehst nicht mehr aus wie die Statue. Komm schon, Mario. Wir müssen jetzt wieder gerade biegen. Was heißt denn hier biegen? Du meinst falten. Alter, aber geil sieht es aus. Uiuiui. Schau dir mal das Wasserwirbel an. Hat dir schon echt gedacht. Ich hab mir schon gedacht, dass, Dings, du weißt schon. Okay, Wasserwirbelwurf. So, was ist das denn jetzt? So, was kann das denn jetzt? Leg die Pfeile zurück, ja. Muss man mal gucken, ja? Nee,
Ja. Ja. Oh nein, es hat die Fülle einfach weggespült. Komm schon, Wasserpergamenton. Mach nicht so eine Welle. Ja, das müssen wir immer zu unseren Schülern sagen. Krieg das Wasserpergamenton, bring es mit dem Sprung zum Boden. Setz es mit dem Hammer danach. Okay. Danke für den Tipp. Komm, Glitzereisenstiefel, jetzt reicht's mir, du scheiß Wasserviech. Oh Gott, war das schlecht. Gegner am Zug. Flügelklatsche. Was machst du denn? Säufst du denn etwa voll oder wie? Hm. Kommt dir das Wasserpergamenton ein bisschen klein wenig aufgebläht vor? Ja, wenn es noch mehr trinkt. Ich glaube, ein Likör würde dir gut tun. Eigentlich auch. Ein Killerschwamm, genau. Wasserwirbelwurf, ja toll. Ja, genau, jetzt tut er noch 20.000 von diesen Dingern raus. Gehen wir mal gucken, der läuft da ran. Ja. Ja. Ja, das ist doch richtig. Abwasch. Nein! Oh Gott, bin ich blöd. Scheiße. Das habe ich gerade nicht gesehen, aber dieser... Ja, leck mich, weißt du. Ja, trink noch mehr und du platzt gleich wie ein... Ja, toll, ne, jetzt macht er die Flugattacke. Oh, ich hab das gerade erst noch gesehen. Ja, gut, dann... Dann schauen wir jetzt, ja? Ja, da läuft er hin. Nee, wir können mit dem Erdpergament von nichts anfangen. Ja, den Brief. Und das fällt. Ja. Wenn das Wasserpergamenton seinen Bauch gefüllt hat, haut es eine gewaltige Welle aus. Die Macht des Erdpergamentons hilft dir, trockene Füße zu behalten. Ja, es ist ja noch nicht voll. Es ist ja noch nicht voll, Gesau. Er hat ja noch nicht genug getrunken. Ich mein... Alter, aber eine Menge KP abgezogen. Wie er immer so rumschwappt, Alter. Yo, Flügelklatsche, leck mich, weißt du. Okay, da haben wir schon mal das Herz. Der Bauch des Wasserpergamenton platzt gleich. Es hackt irgendwas aus, Mario, mach dich gefasst. Ja, jetzt habe ich ja schon mal die Idee. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir mit dem Erdpergamenton rumspielen. Ja. Ja, okay, müssen wir jetzt gucken. Was passiert ist, wenn wir das so drehen? Ja. Ja, der läuft daran vorbei. Mhm. Ja, dann machen wir das eben so. Wir kriegen zum Glück ja noch Heilung. Oh, 30 KP sogar. Ja, ist gut. Gut. Ach, oh, ich drücke mal auf A, wo ich auf X drücken muss. Wo bin ich ein Hohlkopf? Gut, Olivia, jetzt geht's um das Wasser. Wegen Wasserpergament dann. Ja, das hat jetzt nicht funktioniert, weil es ja schwebt. Fliegt ja. Schwebt. Das sieht aus wie so ein Kuchenstück. Was für ein Kuchen wird das wohl sein? Ich sag Schokotorte. Richtig dunkle Schokolade. Und da sinkt das Kuchenstück. Hm, schade. Ich hab gerade ernsthaft an Kuchen gedacht. Aha, irgendwas. Oha, was für ein elegantes Manöver. Dank des Erdpergamentons standes du recht, regelrecht. Um über den wilden Wasserblut. Über den Wolken. Aha, der Angriff scheint das Wasserpergamenton erschöpft zu haben. Das ist unsere Chance.
Jo, jetzt geht's ran. Ich hab ne Idee. Okay, dann müssen wir das jetzt so machen. Hier, warte, nee. Erstmal den Pfeil zu mir hindrehen. Soll ich angreifen oder? Nee. Ich wette, das bringt nichts. Das bringt so oder so nichts. Guck. Ja, sag ich doch, das bringt nichts. Halt umsonst gezögert. Zu erschöpft zum Angriff. So fühle ich mich immer nach der, what the fuck? Boah, toll, ne? Jetzt geht's wieder in die Lüfte. Na toll. Ja, klar, jetzt holt er seine 30.000 Strudel raus. Wie mach ich das denn jetzt? Gucken. Nee. Ja, spül ruhig mal weg. Mein Hund macht auch schon eine Spülaktion. So, unser Angriff steigt. Dann machen wir jetzt mit Glitzereisenstiefel. Komm, komm, mach es, Mario. Bam. Hey, ich hab doch auch rechtzeitig auf A gedrückt. Hallo? Schwanzklatsche. Jetzt wird das wieder. Jetzt trinkt das wieder so viel Wasser. Das stimmt doch was nicht. Ja, Wasserwirbelruf. Nur. Ja, genau. Hol deine 30.000 Stück ab. So, was mache ich denn jetzt? Nee, warte. Nee, ja. So machen wir das jetzt. Halt, das ganze Feld ist einfach weggespült. Okay, komm. Halt, Arme. Was zum? Es verteilt sich mit seinen Flügeln. Dieses Wasserpergament ist ja echt mit allen Wassern gewachsen. Können wir es irgendwie dafür sorgen, dass es damit schlapp macht? Ja, toll, ne? Jetzt habe ich ja schon wieder so wenig abgezogen. Biss? Alter, macht das viel Damage. Oh, oh, er trinkt wieder so viel. Das ist nicht normal, das ist nicht gut, Junge. Ja, hol doch deine 10.000 Wirbel. Was muss ich wieder machen? Ah. Okay, ja. Ja. Nee, komm, komm. Diesmal drehen wir es um. Nein! Oh Gott, ja, der scheiß Wirbel war da im Weg. Ja, toll. Boah, toll, Alter, ne? Ich bin aber auch eine verdammte Gurke. Wie bitte? 21? Ach du Scheiße. Ja, toll. Oh nein, jetzt kann ich das mit dem Dings mitmachen, ja. Oder? Nee. Oder doch. Doch, das geht's. Also wenn ich das so mache. Hör, wo ist der Einschalter hin? Willst du mich veräffen, Alter? Oh Gott, ich bin am Arsch, Junge. Ich bin am Arsch, Leute. Nein! Aber warum könnt ihr mich nicht zwischenheilen, Alter? Ja, Game Over. Deine Mutter, Game Over. Ja, toll. Was war das denn jetzt? Tja, meine Damen und Herren, da habt ihr zum ersten Mal auch den Game Over Screen gesehen.
Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Mir hat er auf jeden Fall nicht gefallen, dieser Scheiße. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.